Herzlich willkommen zum 4. Coding Da Vinci Kultur-Hackathon. Schönen guten Tag. Hackathon ist ein zusammengesetztes Wort aus Hacken für Coden, für Entwickeln, Softwareprogrammierung und Marathon. Die Kultureinrichtungen, die ihre Daten unter einer freien Lizenz zur Verfügung stellen, stellen die vor und dann entwickeln die anwesenden Programmiererinnen und Programmierer halt ihre Ideen und stellen Teams zusammen. Und dann haben die 6 Wochen Zeit, ihre Ideen in Produkte zu verwandeln. Am 2. Dezember präsentieren sie dann ihre Ideen einer Fachjury und die zeichnet dann 5 Gewinner aus. Unglaublich viel Input, unglaublich viele spannende Projekte und jetzt ist so die Problematik, auf was gehe ich jetzt? Wir haben vorhin uns für die 3D-Modelle interessiert von Naturkundemuseum und wir hatten halt überlegt, dass man da halt irgendwie so eine Education-Anwendung macht, entweder irgendwie als Web-App oder als Virtuality-Anwendung. Großes Thema ist auch Fotogrammetrie, dass man die Daten zu 3D-Modellen verarbeiten kann. Das ist noch ein großes Problem und da hoffen wir auch auf die Community von Coding Da Vinci, dass sie Lösungsansätze dafür findet. Sowas wäre auch für die Wissenschaftler wichtig, um am 3D-Modell Größenvergleiche machen zu können, welches Bein ist länger, welches kürzer. Man kann ein Modell dort virtuell erkunden und das geht, weil das Naturkundemuseum hat die Skelettköpfe von Schlangen eingescannt und diese 3D-Modelle werden in unsere Anwendung reingeladen und dort kann man die dann greifen, umherdrehen und verschiedene Sachen wie abmessen und ähnliches machen. Wir finden es immer noch total überraschend, wie viel wir geschafft haben. Vor 2 Wochen haben wir gedacht, Wahnsinn, wir haben eigentlich alle unsere Nice-to-Have-Features umgesetzt. Total Spaß gemacht. Kann ich nur weiterempfehlen. Ja. Also wir haben überlegt, dass wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder mitmachen. Immer wieder diese Schwierigkeiten zu sehen, ne? Also dass die, weiß ich, die Bilder sind dann da, aber mit total wenig Metatext und dann ist natürlich, ja, was macht man mit 1 Million Bilder, wo man nicht weiß, was auf den Bildern ist? Es gibt keine Gnade, nach 1 Minute ist auf jeden Fall Schluss und wir schubsen sie hier sozusagen von der Bühne. Ja, also wir müssten jetzt eigentlich mal losgehen und uns ein Team suchen. Die Vielfalt ist ja hier wirklich auch sehr schön. Und bei uns ist natürlich mit den historischen Bildern der Berliner Mauer schon das Besondere, dass man natürlich das selber sein eigenes Bild im Kopf hat. Man kann irgendwie einmal die Mauer wiedersehen, aber wir haben natürlich auch die kulturellen Daten benutzt. Das heißt, wir haben Fotos von der Mauer benutzt, die dann auch an dem Ort sind, so in der Luft hängen, wo eben die Fotos geschossen worden sind. Es war schon anspruchsvoll, also vor allem die Verbindung zwischen diesem Augmented Reality Teil, wo eben die Mauer steht, und eben der Geolokalisierung. Ich war schon auf mehreren Hackathons, dass es gerade diese beiden Seiten zusammenkommen, also Geschichte und Kultur und dann eben sozusagen diese hohen Technologien, moderne Anwendungen, das ist the way to go. Projekte, die Wissen, die Bildung vermitteln und teilen. Und da steckt ja dann auch ein urdemokratisches Moment drin, denn alle Menschen haben Zugang, alle Menschen können teilhaben. Als Deutsches Technikmuseum haben wir ein genuines Interesse daran, dass unsere Datensätze geteilt werden, dass sie sich verbreiten und wir haben ein genauso großes Interesse daran, dass Anwendungen aus unseren Datensätzen entstehen. Wir haben uns die Kosmos-Vorlesungen von Alexander von Humboldt vorgenommen. Die liegen als Datensatz in Nachschriften vor. Diese Vorlesungen, die er 1827, 28 gehalten hat und die ja, das Wissen seiner Zeit eigentlich wirklich sehr kompakt dargestellt haben. Wir haben ein Tool entwickelt, in dem man die Texte vergleichen kann. Aber wir haben es auch zum Anlass genommen, einfach mal das als Inspiration zu sehen und mal darüber hinaus zu gehen. Wir haben uns ein Topic genommen und geschaut, wie würde man den heute multimedial darstellen. Mit einem Hörspiel, mit verschiedenen modernen Bildern, die eben das Zeitgeschehen 1811 zum Beispiel sehr, sehr gut illustrieren. Wir unterstützen Coding Da Vinci, weil wir gerade in der Denkmalschutz-Community einen Zugang schaffen wollen, eben zum digitalen Erbe. Der Treffpunkt für Designer, Kreative, Coder auf der einen Seite und Kulturinstitutionen auf der anderen Seite. Also endlich mal die Gelegenheit, mit unserer Zielgruppe direkt zu sprechen. Von daher Pflichttermin für uns vom Stadtmuseum. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Skillex! Herzlichen Glückwunsch!
Wir sind ja in die Region gegangen, Hamburg, jetzt wieder Berlin und jetzt wird ein Faktor 2 draufgelegt. Wie geht es weiter? In 2018 wollen wir einen Coding Da Vinci Hackathon auch in Leipzig stattfinden lassen unter der Bezeichnung Coding Da Vinci Ost.